Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind auf dem Flughafen hier in dem Städtchen und dieses Städtchen wird in Kürze einen Namen kriegen. Genauso wie noch zwei, drei andere Städte auch. Wir haben ja abgestimmt oder ihr habt abgestimmt und das ist jetzt raus. Aber wir fliegen jetzt zuerst mal hier raus, damit wir sehen, wie das aussieht, wenn wir eben hier rüberfliegen. Weil das hatten wir beim Hinflug ja nicht. Im Prinzip falsch rum eingestiegen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie sieht das aus, wenn man da so runter guckt? Was ist da eine gute Perspektive? Ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung. So, auf dem Flügel vielleicht. Nochmal ein bisschen runter. So. Oder wenn man so guckt. Ja, das sieht da eigentlich auch cool aus. Vielleicht so irgendwie hier. Na, jetzt bin ich echt gespannt, wie das so wirkt. Eigentlich müssten wir dort wirklich mitten durch die Häuser durch. Sehe ich das richtig? Nee, der gewinnt relativ schnell an Höhe. Machen wir es mal so, gehen noch mal ein bisschen rauf. Dann sind wir eigentlich hier beim Pilotensitz. Ja, ist schon ordentlich gewachsen. Also, gewachsen ist gut. Das ist ja eigentlich nicht gewachsen, das haben wir so gesetzt. Wow. Ja, das ist doch mal ein Anblick. Erinnert mich irgendwie an King Kong, keine Ahnung warum. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt jetzt der Mann auf King Kong? Ich hatte mal ein Poster. In meiner frühen Kindheit, da hing der King Kong an so einem Hochhaus. Also das war natürlich das Dingens. Wie heißt das denn gleich nochmal? In New York. Mein Gott, wie hieß denn dieses Haus gleich nochmal? Gibt's auch nicht. Empire State Building, da ist es wieder. Und irgendwie, da kamen auch so Militärflugzeuge, die etwa so aussahen. Und deswegen irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier mit den Hochhäusern. Schon interessant, was einem dann plötzlich so einfällt, wenn man hier ja mit so einer Kiste mitfliegt. Oh, das sieht natürlich auch nett aus. So mit dem Flugzeug und die Stadt so im Hintergrund. Krass. Nein, falsche Richtung. Ich wollte eigentlich nochmal so gucken. Sehr, sehr nett. Aber gut, jetzt haben wir das. Oh, neues Flugzeug, neue Schiffe. Oh, neuer Zug. Oh, der rote Pfeil ist dazu gekommen. Sehr schön. Es gibt auch den IC4. Als Mod. Bereits geladen, aber nicht im Jahre 1935, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Ich verweise gerne auf die Streams, die es ab und zu gibt von Transportfieber 2. Dort haben wir eine Map, die eben im Jahr 2000 begann und wo wir ohne Kosten spielen. Da werden wir den IC4 mit Sicherheit demnächst sehen. Aber jetzt sind wir hier. Was wollte ich jetzt? Genau, die Städte benennen. Ne, Moment, wir müssen noch ganz kurz nach Stapelfeld. Weil dort haben wir anscheinend, hieß es, nur ein Gleis, oder ich werde gleich mal kurz gucken, was da genau stand. Wo haben wir denn jetzt wieder Stapelfeld? Da unten, da haben wir es doch. Also wir haben hier einen Bahnhof. Okay, haben hier... Ne, das passt doch. Was steht da? Was steht dort? Da fehlt noch ein Bahnsteig in Stapelfeld. Die beiden Linien teilen sich jetzt das Gleis. Ne, machen sie nicht. Warum mache ich zu? Das weiß ich auch nicht. Ne, da teilt sich keiner ein Gleis. Da hat jeder sein eigenes. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie kreuzen. Aber danke für den Hinweis natürlich. Wenn das gestimmt hätte, hätte ich es noch ändern können, weil sonst sehe ich das nicht. Also da bin ich euch immer sehr dankbar für, wenn solche Hinweise kommen. Also, dann kommen wir doch zum Thema Städte benennen. Jetzt fangen wir doch gleich mal bei Moloch an. Ich würde jetzt nicht den Spitzenreiter nehmen, weil ich kann euch den schnell verraten. Das ist tatsächlich, man glaubt es gar nicht, hinter Pfaffenhofen. Mit 123 Stimmen. Das hier ist nicht hinter Pfaffenhofen für mich. Da müssen wir irgendwo da hinten dann gucken. Platz 2 wäre Oberböser. Das ist auch kein Oberböser. Platz 3 wäre Tschernobyl. Das ist auch nicht Tschernobyl. Und bei Tschernobyl, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde das ein bisschen makaber. Ihr habt zwar abgestimmt. Das sind 87 Stimmen. Wir können das irgendwo da hinten machen. Ich möchte mich jetzt nicht gegen die Mehrheit durchsetzen. Auch wenn ich es makaber finde. Aber okay. Ich meine, Tschernobyl ist im Endeffekt... ja, auch eine Stadt, wenn auch eine Geisterstadt. Okay, gut. Aber das bringt uns natürlich jetzt nicht wirklich weiter, wie wir das hier nennen sollen. Es gab mehrfach den Vorschlag, das Heisenberg City zu nennen. Ich habe jetzt folgende Idee gehabt. Warum das Teil nicht Heisenberg City nennen? Und ein guter Vorschlag war noch, das muss ich noch vorlesen. Heisenberg City. Dann gibt es die Stadtteile Heiliges Bisschen, Dingens, wir brauchen ein Depot, man reiche mir ein Gleis und Harry. Fand ich irgendwie nett. Aber ja, ich weiß auch nicht, so viel Platz haben wir nicht. Ich kann nicht einen Stadtteil, man reiche mir ein Gleis nennen. Aber wir machen das anders. Wir benennen die Stadt im Großen Heisenberg City. Das mache ich gerne. Das wäre dann wahrscheinlich hier, würde ich mal sagen. Also, und dann machen wir, Moment, ich habe es gleich, die Stadtteile.
So, da würde ich jetzt ganz einfach, ich weiß auch nicht, New York oder so draus machen. Also Heisenberg City ist dann sowas wie New York. Ja, klingt ein bisschen größenwahnsinnig, aber okay. Und das sind einfach die Stadtteile. Wie viele haben wir denn? Im Prinzip haben wir hier vier. Ne, drei haben wir. Okay, dann ist das hier. Ich mache das jetzt auch nicht geografisch fest, sondern was mir gerade einfällt, Brooklyn. Schreibt man das so? Brooklyn? Ich glaube ja, sonst werden wir es nochmal ändern. Brooklyn. Ich habe gerade versucht, mir das bildlich vorzustellen. Doch plus minus müsste stimmen. Und das hier wäre... Was haben wir denn da noch? Da haben wir natürlich noch New Jersey. Das ist ein bisschen außerhalb. Und im Prinzip Manhattan wäre auch noch ein Stadtteil. Sollen wir das hier Manhattan nennen? Ich weiß, das ist auf einer Insel. Ich sage ja, geografisch hat das natürlich nicht seine Richtigkeit. Aber das passt doch soweit. Brooklyn, das ist mit Sicherheit falsch geschrieben. Das bitte gerne in die Kommentare schreiben, werde ich ändern. New Jersey ist richtig geschrieben, Manhattan ebenso. Heisenberg City ebenso. Haben wir noch jemanden vergessen hier? Nein, wir haben sonst keine Stadtmarkierungen mehr. Gut, dann hätten wir das. Dann machen wir uns jetzt auf die Suche nach hinter Pfaffenhofen. Ja, das liegt halt hinter dem Pfaffenhofen. Also sprich, vielleicht ein bisschen außerhalb das Ganze. So ein Stapelfeld oder so wäre eigentlich noch nett. Oder Garlitz hier vielleicht. Wisst ihr was? Wir machen hier aus Garlitz. Hinter Pfaffenhofen. Das war, glaube ich, sogar doch mein Vorschlag. Von wegen, als ich erklärt habe, dass man eben Daumen geben soll und nicht jede Stadt zweimal nennen. Habe ich da nicht ich? Ist egal. Nicht immer alles übernehmen hier. Hinter Pfaffenhofen ist natürlich ein netter Name. Moment, jetzt muss ich aber gucken, wie man das schreibt. Ja, irgendwie so in die Richtung wahrscheinlich. Hinter Pfaffenhofen. Zack, haben wir. Das nächste, Oberböser. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Oberböser ist, wie soll ich sagen, das liegt mir relativ am Herzen. Haben wir sowas wie, ja, guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, so eine Bergstadt. Das hier, das ist zumindest hier ein bisschen in den Bergen drin oder in den Hügeln drin. Wir haben hier natürlich auch keine bergige Map. Also von daher ist es ein bisschen schwierig. Das ist mir zu sehr am Meer. Dort haben wir schon hinter Pfaffenhofen. Groß-Teaming ist zu zentral und Czernitz ist zu flach. Ja, ich würde sagen, wir können fast nur Wittlich nehmen. Oder wie heißt du genau? Ja, Wittlich. Okay, dann wird aus Wittlich tatsächlich unser Oberböser zum ersten Mal bei Transportfieber 2. Herzlich willkommen hier bei uns. Wir können ja gucken, dass wir hier vielleicht noch ein paar Häuschen dann haben. Wir können hier noch mal vergrößern mit diesem Tool hier. Ne, mit dem hier. Ne, auch nicht. Mit dem hier? Jawohl. ne, auch nicht. Come on, hier war's. Also, wenn wir nämlich hier Kapazität winzig machen, dann kann man hier was machen, dass einfach ein paar Häuser stehen. Das könnten wir dann ja angehen. Wir schauen aber zuerst mal, was machen die Oberbösianer selber, dass sie hier vielleicht noch ein bisschen in den Berg reinbauen, hier hinten auch. Und dann wird das tatsächlich vielleicht auch optisch dann zu einem Oberböser. Gut. Und jetzt hätten wir eben noch Tschernobyl. Wie gesagt, ich finde es eher makaber, aber okay. Wisst ihr, was wir hier machen? Bei Tschernobyl, da nehmen wir nichts, was wir haben. Sondern da greifen wir gleich nochmal zu dem Tool und setzen das hier hinten hin. Weil das muss außerhalb sein. Man weiß, das ist nicht sehr gesund, wenn man hier ist. Deswegen wirst du ein bisschen abseits sein. Und ja, Tschernobyl wird auch nicht wirklich irgendwie Züge etc. kriegen. Sondern das ist einfach eine Geisterstadt. Wir machen jetzt hier eine Geisterstadt hin. Wenn ihr unbedingt Tschernobyl wolltet, ihr könnt es haben. Also machen wir das klein. Ja, ich würde mal sagen, ja. Keine Industrie. Kein Gewerbe. Machen wir mal so. Mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt kommt gerade ein Autosave. Perfekt. Genau, wenn ich klicke. Ich dachte gerade, ja, das hat aber doch auch eine gewisse Größe. Okay. Was hier natürlich fehlt, ist das Riesenrad und der kaputte Reaktor. Man könnte ja auch sagen, das ist ein Mahnmal. Also, dass wir das hier hinstellen als Mahnmal. Okay. Das ist dann Tschernobyl. Das schreibt man, glaube ich, tatsächlich so. Jawohl. Okay, ich kann halt nichts dafür. Wenn ihr so abstimmt, dann müssen wir das halt so machen. Sonst müssen wir nicht abstimmen, wenn ich mich dann darüber hinwegsetzen würde. Gut. Wie könnte man hier eine Geisterstadt draus machen? Im Prinzip ist es schon eine Geisterstadt. Oder man könnte hier... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man irgendwie einstellen, dass die Häuser leer sind. Nö. Was man aber machen kann... Wir können mal gucken. Das war irgendwie hier einfach ganz wild... Da passiert nichts dort, wo was steht. Wisst ihr, was ich meine? Dass das irgendwie verlassen aussieht. Das ist ja vielleicht sogar Gras hier.
auf die Straße. Nee, das geht auch nicht. Aber wir können hier natürlich einfach, zack, mal ein Teil abreißen. Hier nochmal ein Teil abreißen. Und mehr machen wir hier gar nicht. Das ist unser Tschernobyl und es ist, ja, vergessen und verlassen. Nee, vergessen hoffentlich nicht. Sowas sollte man nicht vergessen. Da sollte man öfters mal drüber nachdenken, was da passiert ist. Aber wir sind bei Transportfieber, nicht bei Politik. Deswegen, ja, gehen wir zurück zum Thema, wir basteln ein bisschen. Was basteln wir denn? Wir haben einen Flughafen gebaut hier oben. Die Busse haben wir, glaube ich, gemacht. Eigentlich haben wir hier alles soweit. Dann würde ich sagen, wir machen neue Strecken. Und zwar, hier stand halt auch noch, dass der Bahnhof viel zu klein ist. Das ist absolut richtig. Aber ein großer, teurer ist im Moment, ja, der liegt noch nicht drin. Wir werden den später natürlich so umbauen. Das habe ich eh gesagt und dann stand aber, ja, aber später wird es teurer. Stimmt, ist aber egal, weil dann haben wir wahrscheinlich auch mehr Geld. Also dann macht das eben auch wieder mehr Sinn. Oh, wisst ihr, was wir natürlich auch noch haben? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Wobei, Moment, also ich weiß sowieso, was ich mache. Das Problem ist, was machen wir zuerst? Schaut mal, was wir hier noch Schönes haben. Kennt ihr den noch? Moment, es lädt gerade. Ja, der Dresdner Hauptbahnhof. Der kostet. Schade, ich dachte, der ist gratis. Das wäre jetzt noch schön gewesen. Ah, der. Hier in Heisenberg City würde der hinpassen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also den werden wir hier verbraten. Wir können den Bahnhof hier stehen lassen. Das ist dann der alte Güterbahnhof mit ein, zwei normalen Linien drin. Vielleicht sogar als S-Bahnhof noch nutzen. Und der andere Bahnhof, das kann man auch ganz einfach machen. Wir müssen ja nicht mal abreißen, sondern wir setzen den Bahnhof irgendwo hier hin. Oder hier meinetwegen. Und bauen wieder eine Stadt außenrum. Dann wird hier halt Heisenberg City mit New Yorker Stadtteilen noch ein bisschen größer. Oder hier unten. Aber das machen wir tatsächlich, wenn wir das Geld haben. Das gefällt mir ja noch nicht. Da müssen wir irgendwo das Doppelte haben. Dann investiere ich gerne auch mal noch 2-3 Millionen für einen Bahnhof. Weil hier nach unten bauen sie im Moment sowieso nicht. Dann haben wir dort also Ruhe. Gut. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne von hier aus. Deswegen bin ich nämlich jetzt auf diesen Bahnhof gekommen. Ach, wisst ihr was? Was erzähle ich denn? Wir machen den Bahnhof. Was soll's? Wir können uns das leisten. Wir können uns das leisten. Also, wir haben 1935. Machen wir mal 1950 mit alten Straßen. Wir können den aber nicht modifizieren. Also wenn der mal aussieht, wie er aussieht, sieht er aus, wie er aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir dann irgendwann im Jahr 2000 sind, haben wir vielleicht das Problem, dass die Straßen zu alt sind. Aber das ist besser wie andersrum. Deswegen, ich lasse das hier. Osthalle hätte ich aber gerne groß, separat. Jawohl, alles gerne. Tramgleis sowieso. Oberleitung ja. Vorplatz, da nehmen wir natürlich alles dazu. Wahrscheinlich kostet er jetzt dann doch so viel, dass wir ihn uns gar nicht leisten können. Ich mache mal überall ja, damit wir wirklich alles haben. Elektrifiziert, Hochgeschwindigkeit. Passt. Wie sieht es jetzt aus? Ja, ein bisschen teurer ist er, ist noch ein bisschen größer geworden. Aber das ist natürlich ein Prachtexemplar. Das werden wir uns dann gleich mal in Ruhe noch ansehen. Ganz klar. Die Frage ist jetzt, wo stellen wir dich hin? Wir haben hier oben. Weil Straßenbahn etc. haben wir da ja auch noch. Ich finde halt hier unten wäre es schon nett. Das Problem ist, dort haben wir Gleise. Das würde aber gehen. Hinten die Straße kappen. Und vorne die Gleise sind halt ein bisschen ungut, weil da auch gleich Züge kommen. Da oben gefällt es mir irgendwie nicht so. Und hier hinten. Und dann die Stadt im Prinzip nach hier hinten weiterziehen. Um den Flughafen rum. Machen wir doch. Wir sind des Wahnsinns. Deswegen machen wir es. Also, aber wenn ich den jetzt so ausrichte, haben wir wieder Probleme mit den Gleisen dort. Das ist irgendwie auch doof. Ich müsste ihn drehen. Also wir müssen den Bahnhof eigentlich so machen, damit wir von unten reinkommen, von oben vernünftig reinkommen. Dann haben wir dort wieder ein Gleis. Ist ja nicht zu glauben. Ich gehe mal nochmal nach hier hinten. Ja, nee. Ja, ja, ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Vielleicht hier unten. Und die Stadt nach hier unten weiterziehen. Dann hätten wir dort oben doch noch ein bisschen Platz mit unseren Gleisen. Jetzt kann ich ihn aber auch nochmal drehen. Weil jetzt haben wir hier auch Platz. Ja, okay. Jetzt habe ich's. Man glaubt es gar nicht, aber jetzt weiß der Herr Heisenberg, was er will. Er möchte den Bahnhof hier haben. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, er ist relativ außerhalb, dann stimmt das eben irgendwie doch nicht. Weil, im Moment nicht rausgehen. Wir machen jetzt ganz einfach. Im Prinzip müssen wir die Schienen schon mal rausziehen. Jetzt muss ich aufpassen, wir kommen fürchterlich in den Schönbau rein. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir noch Geld verdienen. Also, aber das machen wir jetzt trotzdem. Wir machen hier ein Gleisvorfeld. Wenn Sie mal einen groben Entwurf davon.
Nicht mit jedem Gleis. Es geht darum, dass wir nachher hier die Stadt vergrößern und wir hier den Platz eigentlich reserviert haben wollen. Weil sonst müssen wir wieder alles abreißen. Das kostet auch wieder Geld. Wow, das kostet jedes Mal 200.000. Echt jetzt? Ja, sie müssen halt graben, deswegen. Okay, das wäre reserviert. Und hier hinten natürlich das Gleiche. Ja, ziehen wir es mal bis hier hin. Den Rest müssen wir halt tatsächlich abreißen, dann je nachdem. Wir gucken uns den Bahnhof gleich an. Keine Angst, ich wollte nur das zuerst machen, sonst kommen sie gleich wieder auf die Idee. Die bauen uns zu. So, jetzt. Wir haben natürlich noch kein Fahrzeug. Das heißt, wir können jetzt nicht aus der Fahrzeugperspektive rein uns drehen, machen und tun. Aber wir können hier doch mal durchgehen. Das ist nämlich schon einfach wieder der absolute Hammer, das Teil. Das war bei Transport Fever 1 schon der Hammer. Guckt euch das mal ein. Ja, auch hier wieder mit den ganzen Details etc. Hier unten Bus- und Tramhaltestellen. Da kann man die Straßen dann noch verbinden. Hier auch. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Dann bin ich hier dann wieder im Bahnhof drin. Zack. Gefällt mir extrem gut. Also ich finde das wirklich einen absoluten Killerbahnhof. Wenn man hier guckt, eben auch so schön mit den Straßen, das werden natürlich alles anleiern. Das müssen wir vielleicht fast jetzt schon ein bisschen machen. Weil wenn wir hier noch eine Stadt außenrum bauen wollen, wird das sonst schwierig. Man reiche mir eine Straße. Wo müssen wir was machen? Das ist einfach eine normale solche Straße, würde ich sagen. Nee, nicht mal. Nee, auch nicht. Was ist das denn für eine Straße? Haben wir die gar nicht mehr? Oder haben wir die noch nicht? Das könnte ja auch sein. Nee, die ist es auch nicht. Und die ist es nicht und die ist es nicht. Können wir das modifizieren? Wahrscheinlich nicht. Zack, zack. Moment. Na? Nee, das ist ein Teil des Bahnhofs. Das kann man nicht modifizieren. Aber wo kriege ich denn jetzt so eine Straße her? Das ist nicht ganz so einfach. Die haben halt alle... Nee, wir haben das Teil nicht. Ja, Warnungsstelle sicher. Ja, ja, da sind wir dran. Brooklyn. Ach, du heißt Brooklyn? Das ist ja der Hammer. Echt jetzt? Tatsächlich, Brooklyn. Ja, Moment, das werde ich gleich mal noch kurz. Nein, jetzt habe ich es wieder gelöscht. Ich äumel. Brooklyn. New York. Central. Ich weiß, New York hat den Central-Bahnhof in Manhattan. Das ist mir klar. Aber das klingt doch noch was. Ist dann nicht der Heisenberg City Dingens, sondern unserer aus Brooklyn. Ach, man kann doch noch was verändern. Ich dachte, ich hätte gelesen, als ich die Mod runtergeladen habe, dass der dann ist, wie er ist. Aber ist ja okay, dann können wir da später vielleicht noch was ändern. Gut, wir sind stehen geblieben beim Thema Straße. Hilft ja nichts. Wir nehmen jetzt halt die. Die führt uns mal nach hier vorne. Okay, und hier hinten brauche ich noch irgendwie einen Anschluss. Das hier so machen. Ja, warum nicht mit Bahnübergang? Ist doch auch schön. Und wo gehen wir rein? Ja, machen wir das hier. Dann wird nur ein Gebäude entfernt. So. Und die Finanzen im Auge behalten. Wobei man sieht, wir verdienen hier eigentlich ordentlich Geld. 10 Millionen, 10 Millionen. Nee, nee, nee. Das passt. Das können wir so lassen. Okay, jetzt hier unten. Die müssen noch hier rein. Das wäre dann einerseits... eine normale Straße. Okay, dann wäre das hier mit Tramgleis. Ne, nicht mit Busspur, sondern mit Tramgleis. Elektrisch gerne. Okay, dann brauche ich noch hier natürlich auch noch so ein Tramgleis. Und hier haben wir noch eine breitere Straße. Allerdings ohne, würde ich sagen, Tramgleis. Und halt hier, das ist halt irgendwie... nicht die Straße, die dort unten durchführt. Ich glaube, wir haben die Straßen tatsächlich noch nicht, die hier verwendet wurden. Ist aber egal, das kann man trotzdem so machen. Das hat ja Gegenverkehr, sonst hätte man nicht auf beiden Seiten eine Bushaltestelle. Das funktioniert also schon. Gut, jetzt müssen wir das hier noch ändern. Hier, ne, elektrisch wollten wir haben. Dann diesen hier. Und dann zack, zack, zack. Oh, da kann ich nicht ändern. Sehe ich gerade. Gut, dann müssen wir hier halt dann links, wenn wir das machen. Ist ja auch in Ordnung. Gut, das hätten wir. Die andere Richtung haben wir hier hinten noch. Müssen wir das wirklich schon machen? Das Verbinden können wir auch später noch machen. Ich denke, was wir jetzt machen müssen, ist irgendwie mal die gröbsten Verbindungen in die Stadt rein. Was ist das? Ja, das ist auch Straßenbahn, sieht man. Da haben wir Schienen. Ja, machen wir das natürlich auch mit Schienen und... machen wir das mal ein bisschen breiter. Ja, machen wir wieder elektrisch. Und jetzt mal gucken. Aha.
Geht nicht. Das geht. Okay, machen wir es eben nicht breiter. Mal gucken, wohin damit. Einfach, dass die Stadt wirklich... Wir werden nachher noch eine Stadt pflanzen hier unten. Dass die Stadt wirklich hier nicht ranbaut. Mal hier reingehen. Okay, wo wir dann hingehen, gucken wir später. Jetzt müssen wir das hier noch verstauen. Da wäre ich eigentlich für eine Unterführung. Mal gucken, hier runtergehen. Jawohl, dann kommen wir dort in die Röhre rein mit dem mit der Straßenbahn. Machen wir. Dann geht das hier lang. Jetzt brauchen wir hier aber wieder diesen hier. Mal gucken, wo wir rauskommen. Irgendwo hier hinten. Macht das Sinn? Ne, dann sind wir wieder über dem Gleis. Das möchte ich tatsächlich nicht. Hier vielleicht. Oder wir machen es mal bis hier hin. Moment, hab's gleich. Okay, und jetzt hier rauf. Geht nicht. Hätte mich auch gewundert. Das kappen wir schnell. So, wir verdienen tatsächlich so viel Geld. Also wir können im Moment zumindest... Habe ich jetzt wieder... Ne, das war die Stadt. Die haben schon wieder hingebaut. Heiliges bisschen. Ja, Pausenmodus. Eben, wir verdienen so viel Geld. Wir können das eigentlich tatsächlich problemlos machen, finde ich. Okay, und dann haben wir hier die Unterführung. Cool. Da können sie dann glatt wieder da oben im Prinzip hinbauen, wenn sie ein Sträßchen hinkriegen. Was wir jetzt hier noch nicht haben, das sind die Gleise. Hier werden wir auch noch eine Straßenbahn machen. Hier außen, weil wir einfach die Gleise haben und weil wir eine Straßenbahn zu diesem Bahnhof hin haben wollen. Gut, das wäre dann mal soweit das, glaube ich. Und jetzt greifen wir nochmal zu dem Teil hier und stellen hier nochmal ordentlich was hin. Gerne riesig, Gewerbe ja, zufällig. Und fangen mal an. Ich würde sagen, wir machen hier was und hier unten und das lassen wir, dass wir hier vielleicht doch eher mit den Schienen dann arbeiten. Aber hier drin hätte ich gerne was. Und da müssen wir die Stadtteile noch benennen. Kenne ich denn noch Stadtteile von New York? Ich muss mal gucken, sonst machen wir das in der nächsten Folge. Da muss ich erst kurz googeln. Oh, hier hinten basteln sie doch auch schon was hin. Schön hier mit den Gleisen, das passt. Ich liebe das, aber ich glaube, das hat man mittlerweile gemerkt, dass ich das liebe. Hier auch noch. Hier geht es dann ein bisschen in den Wald rein, aber sonst ist der halt zu weit außerhalb, weil die Idee war natürlich schon, dass der im Prinzip mitten in der Stadt drin ist. Und da wir dort nicht alles abreißen wollten, eben hier hin. Und dann ist er halt irgendwie doch mitten in der Stadt drin. Ich mache das mal hier. Mal gucken, was draus wird. Mal ein bisschen runter. Na. Zack, zack. Sie sind noch am Plan machen und tun. Ja, nicht dort zwischen die Gleise rein. Das muss nicht sein. Ja, das haben sie auch gerade gemerkt. Deswegen haben sie wieder aufgehört. Jemand macht Schlurz, dann ist das Teil da. Scheint gar nicht unkompliziert zu sein. Zack, jetzt haben wir es. Das musste alles erst errechnet werden. Ja, jetzt gefällt es mir schon besser. Jetzt ist doch der wirklich relativ zentral hier. Dort gehen die Gleise raus. Die Häuser, die werden dann weichen. Und hier vorne haben wir eh Ruhe. Man könnte darüber streiten, hier nochmal was zu machen und hier oben. Aber ich würde das für den Moment belassen. Gut, jetzt ist das natürlich nicht Spechtsbrunn, sondern was wir natürlich noch haben. Bisschen verrufen ist ganz klar, die Bronx. Ich weiß nicht, ob die wirklich so schlimm sind. Früher waren sie es mal, ob sie es heute noch sind. Uns hat man tatsächlich, also wenn New York waren, gesagt, geht nicht nachts in die Bronx. Macht das nicht, nicht als Touristen. Haben auch getrost bleiben lassen. So, jetzt fehlt noch eins. Brooklyn, Heisenberg City, Manhattan haben wir. Köln, ist da nicht Köln leicht falsch geschrieben oder hat das mit Köln selber nichts zu tun? Ist ja egal. Köln, Reisig wird zu... was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Da oben ist... Ist nicht Chelsea auch ein Stadtteil? Oder... Moment, der Süden. South. Yeah, Central Park ist wieder was anderes. Ist kein Stadtteil, ist ein Park, wie der Name schon sagt. Da sind die Bronx, dort ist Brooklyn. Ist Chelsea ein Stadtteil von New York? Das ist doch irgendwie was in London. New York, Chelsea? Sonst machen wir hier ein Chelsea draus, ist ja egal. Also falls das tatsächlich, falls es das nur in New York, nur in London gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann werden wir das nochmal kurz ändern. So, und jetzt haben wir uns aber hier einen ganzen Apparat an Aufgaben gestellt mit dem Riesenteil. Das ist ganz klar, weil wir brauchen hier Busse, wir brauchen hier Züge, wir brauchen hier alles Mögliche. Und was wir eben auch brauchen, ist irgendwann dann wieder ein bisschen Abwechslung, weil ich möchte nicht diese eine Stadt hier nur bewirtschaften und bedienen, sondern ich möchte die ganze Karte bedienen. Das heißt, wir werden immer einen Teil hier machen, gehen wieder raus, machen was anderes. Wir haben hier noch keine Schiffe, nichts.
All das wird noch kommen. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen mal Kollege Hartweg und sagen Tschüss mit diesem Killerbahnhof hier. Das ist ein Killerbahnhof, weil er so dermaßen schön gemoddet wurde, nicht weil ich ihn so schön hingestellt habe. Das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Ah, wenn hier dann irgendwie Autos etc. rumfahren, na das ist doch definitiv einfach nur cool. Steht hier auch Dienst drauf? Nee, hier funktioniert es nicht. Schade, ich dachte, dass jetzt hier vielleicht auch noch irgendwie überall Brooklyn steht. Aber das ist halt nicht das gleiche System, wie das Urban Games gemacht hat. Das ist ganz klar nur eine Mod. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann gucken wir morgen weiter, was wir hier alles noch Schönes verbauen können. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.